Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute nochmal ein Labervideo machen und auch kein Klugscheißer-Video, sondern einfach ein Labervideo. Zu einem Thema, was mir schon länger auf der Seele brennt, was ich durch Kundinnen immer wieder mitbekomme. Und ja, das möchte ich gerne mit euch besprechen. Ich gucke jetzt hier hin, weil jetzt zeige ich ihn euch nämlich mal. Guck mal, dass ich ihn eingefangen kriege. Hund Nummer 1. Max, sag mal hallo. Ja, ich glaube, er ist drauf. So, der nämlich gerne mal jault, wenn ich Videos drehe. Das mag er nämlich nicht, warum auch immer. Vielleicht mache ich schlechte Videos und er will mir das irgendwie sagen, ich habe keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall soll es um das Thema gute Nagelstudios, schlechte Nagelstudios aus meiner Sicht und gehen, weil ich halt durch Kunden viel mitkriege, weil ich durch Facebook viel mitbekomme und auch mitkriege, dass viele Kunden ja gar nicht genau wissen manchmal, worauf sie achten sollen, und deswegen vielleicht hilft das Video manchen auch mal so ein bisschen nachzudenken, bevor man sich ein Nagelstudio aussucht und ja, dann das Richtige zu wählen. Wen es interessiert, der bleibt dran. Wenn nicht, schaltet ab. Also bis gleich. Fangen wir mal mit der Hygiene an. Und zwar ist das für mich mit das wichtigste Thema. Wenn ich in ein Nagelstudio reinkomme, dann was sollte da alles sein? Also erstmal sollte der Tisch frei von Staub sein. Das heißt, wenn da nämlich Staub drauf liegt, dann ist das der Nagelstaub von der Vorgängerin, und in diesem Staub können sich unter Umständen natürlich Bakterien befinden und so weiter und so fort. Der hat auf dem Tisch, wenn die nächste Kundin kommt, überhaupt nichts verloren. Punkt Nummer 1. Der Tisch muss also sauber gemacht werden, und was auch noch gemacht werden muss, der muss desinfiziert werden. Gut, das kriegt meistens die Kundin nicht mit, weil auch ich mache das jetzt nicht, wenn die Kundin hier vor mir sitzt meistens, es sei denn, die Hände müssen noch auskühlen und ich räume schon langsam weg, weil die nächste Kundin ziemlich schnell hinterherkommt. Aber im Regelfall kriegt man das mit dem Desinfizieren nicht so ganz mit, wobei man schon gucken kann, ob Desinfektionsmittel auf dem Tisch stehen wenigstens. Das ist schon mal so das Erste. Ein sauberer Arbeitsplatz. Dazu gehört auch die Desinfektion der Lampen, also ne, in den Lampen, weil da legt jeder seine Hände rein. Also die Kundinnen legen da ihre Hände rein. Und ja, also wie gesagt, sauberer Arbeitsplatz, gereinigte Arbeitsfläche, gereinigte Lampen ist super wichtig, und natürlich die Arbeitsmaterialien. Also diese Fräserbits, die benutzt werden, manche benutzen diese Schleifkappen, die müssten dann nach jedem Benutzen natürlich abgezogen werden, die sind für den nächsten Kunden nicht geeignet, aber selbst der Bit, der da drin steckt, wenn ich mal so Schleifkappen benutze, manchmal nehme ich die, wenn ich Acryl runter in Form feile mit diesen Schleifkappen, die werden ja auf dem Bit aufgesteckt, und selbst den desinfiziere ich dann. Ja, also alles hat dann in ein Desinfektionsbad gelegt zu werden. Ich desinfiziere die erst mit so einer Sprühdesinfektion und dann lege ich sie in ein Desinfektionsbad in einem Ultraschallgerät, welches dann auch noch mit UV-Licht arbeitet und dann auch nochmal Keime entfernt, tötet, wie auch immer man das nennen soll. Der nächste Punkt ist halt, ich weiß, dass es nicht überall Pflicht ist, Handschuhe zu tragen, und ich selber mag die Dinger auch überhaupt nicht, aber ich trage sie trotzdem. Zum einen gebe ich der Kundin dadurch ein sicheres Gefühl, dass sie nicht meine Hände anfassen muss, wo sie vielleicht gar nicht weiß, wo, ne, wo ich vorhin mit den Händen war oder was ich gemacht habe, ob ich mir die jetzt genau vorher auch gereinigt habe. Ich meine, ich könnte sie mir vorher desinfizieren, aber ich persönlich finde es einfach schöner, dass sie das Gefühl hat, okay, sie zieht sich frische Handschuhe an, alles in Ordnung. Bevor ich mit der Kundin anfange zu arbeiten, werden auch ihre Hände desinfiziert, und ich desinfiziere auch meine nochmal trotz Handschuhen. Das finde ich dann auch nochmal wichtig, und während der Arbeit halt darauf achten, dass ihr zum Beispiel eine neue Feile bekommt. Das kann entweder diese Wegwerffeilen sein, die danach weggeschmissen werden. Also ihr erkennt ja an der Feile, ob die schon mal benutzt worden ist oder nicht. Oder halt, das sind so Wechselfeilen. Ich gucke mal gerade, also ich habe jetzt hier mal so zwei Fileboards. Das ist aus Metall und das ist aus Plastik. Und da werden dann Fileblätter draufgeklebt, die man so kaufen kann. In verschiedenen Gridstärken. Die sehen dann halt so aus. Die haben hinten so eine Klebefläche, also so ein Teil zum Abziehen. Die meisten von euch werden sie kennen. Und die kann man dann halt... Die sind ein bisschen günstiger als die Komplettfeilen, und die kann man dann halt, wenn die Kunden wegabziehen, Fileboard desinfizieren
und ja, bei der nächsten Kundin dann frisch drauf machen, weil ich habe noch gelernt, ob das jetzt komplett richtig ist, weiß ich nicht, aber ich habe es bei meiner Schulung gelernt, dass eine Feile aufgrund ihrer Struktur per se einfach mal nicht desinfizierbar ist. Genauso vorhanden habe ich das mit dem Buffer, auch der wird weggeschmissen danach. Oder aber, ich frage die meisten Kunden immer, möchtest du mitnehmen? Ich schmeiß den eh sonst weg und viele sind da ganz dankbar für, nehmen den dann auch ganz gerne mal mit, weil wenn sie dann hier unten irgendwie nochmal, weiß ich nicht, was wegfeilen wollen oder so. So, das ist das zu der Hygiene. Fällt mir da noch was zu ein? Ja gut, Mundschutz. Ich trage ihn hauptsächlich aus Schutz vor dem ganzen Staub, dass ich den nicht einatme, weil ich ja auch nicht, das habt ihr ja auch schon mitgekriegt, weltbeste Staubabsaugung habe. Ja, also es ist halt so, dass ich denke, der Arbeitsplatz sollte sauber sein, das Umfeld sollte sauber sein, die Arbeitsmaterialien definitiv sauber, damit ihr schon mal sicher sein könnt, dass die Nageldesignerin alles dafür tut, dass ihr euch keine Infektionen einfangt, keinen Nagelpilz oder sonstige Greenies-Geschichten durch die Arbeit mit unsauberen Geräten, dass ihr euch das eben nicht einfangt. Das ist also schon mal das A und O, worauf ihr bei einem Nagelstudio achten solltet, wenn ihr da reinkommt. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, ich habe mir nämlich keine Notizen oder sowas dazu gemacht, sondern ich rede jetzt hier einfach mal so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, dann könnt ihr das gerne, wie gesagt, immer wieder in den Kommentaren noch dazufügen, was für Erfahrungen ihr gemacht habt, worauf ihr denkt, dass Kunden noch achten könnten. Das wäre ganz cool, weil so kriegen wir dann so ein Sammelsurium von Informationen. Es gibt noch ein Vorurteil, mit dem ich aufräumen möchte, und zwar, wenn ich manchmal nach Preisen gefragt werde, dann kommt dann so eine Antwort wie, ja wie, du machst es ja eh von zu Hause aus. Möp. Von zu Hause aus, also Home Studio, heißt nicht, dass ich schwarz am Küchentisch oder am, was weiß ich, Wohnzimmertisch nagle, sondern dass ich ein angemeldetes Gewerbe habe in einem Raum, den ich als Home Studio benutze. Das verwechseln viele. Also viele denken, wenn man das von zu Hause aus macht, dann ist man ja eigentlich nicht gleichwertig wie ein Studio. Finde ich jetzt ein bisschen gemein, ist aber so. Deswegen wollte ich das auch nochmal ganz kurz angesprochen haben. Das heißt das nicht. Klar gibt es die, die das als Hobby machen und die das auch dann für 20, 25 Euro anbieten oder die gerade am Anfang stehen und Modelle suchen und das zum Modellpreis machen, was ich auch sehr sinnvoll finde. Genauso habe ich auch angefangen. Wenn man gerade in den Anfängen steht, kann man ja auch nicht die Mega-Preise nehmen, weil man ja noch übt, obwohl man eigentlich immer sich weiterentwickelt und immer übt. Ja, also deswegen bitte, dieses Vorurteil fände ich auch ganz schön, wenn damit mal aufgeräumt wird, weil viele von uns haben Home-Studios. Weil überlegt mal, was ein Studio an Miete kostet, was aber der Kunde nur noch bereit ist, an Preisen zu zahlen, das ist unheimlich schwierig, dass sich das Ganze überhaupt noch hält. Die, die sich das leisten können und die man auch überall an den besten Plätzen sieht, sind halt diese Asia-Studios. Wie auch immer die sich das leisten können. Keine Ahnung, durch schnelles Arbeiten, durch viele Kunden, durch weiß ich nicht was, können die sich das wahrscheinlich leisten. Ja, also das ist halt sowas, wo ich denke, okay, wenn ich jetzt jemanden anschreibe und weiß, der hat ein Home-Studio, dann zu sagen, du machst das ja eh von zu Hause. Ich habe auch hier Stromkosten, ich habe auch hier Wasserkosten, ich zahle ja auch Miete, auch wenn ich den Raum dann absetzen kann von der Steuer. Aber trotzdem, es ist halt, ne, trotz alledem ist es mit Kosten verbunden, was ich hier tue. Und ich habe halt, wie gesagt, das Gewerbe angemeldet. Also ist man dann, und große, namenhafte Nageldesignerinnen haben auch Home-Studios oder bei sich zu Hause das Studio. Also bitte, ne, das ist immer noch so ein Irrglaube, finde ich. Ja, und dann halt so ein paar Sachen, Storys von Kundinnen, die ich gehört habe. Also die eine kam halt rein und sagte, ja, ich war beim Asiaten, nee, ich habe Biogel drauf. Ich sag, wo warst du denn vorher? Ja, beim Asiaten. Ich sag, beim Asiaten und Biogel. Kann ich mir schwer vorstellen, aber ich kenne den Asiaten jetzt nicht persönlich. Ich sag, wie hat der denn gearbeitet? Ich sag, hast du das auf den Nagel draufgekriegt, muss es in die Lampe oder war das eher so ein Pulver und so eine Flüssigkeit und so? Nee, Pulverflüssigkeit war das. Ich sagte, okay, was hast du dafür bezahlt? Ja, das war, weil das halt Bio war, habe ich dafür 65 Euro bezahlt. Leute, hört auf, die Kunden zu verarschen. Da sind Sachen, da kriege ich einen dicken Hals, weil es ist definitiv kein Biogel, weil es wurde mit Acryl gearbeitet. Und dem Kunden dann zu sagen, boah, wir haben das Neueste, ich habe das selber mal erlebt, da war ich in Berlin in einem Nagelstudio, weil
Ich hatte einfach keinen Bock mehr, die Nägel selber zu machen und bin dann dahin. Und das war auch, wurde mir allerdings empfohlen, war auch eine Asiatin und das war, das ist schon lange her. Da habe ich das auch noch nicht beruflich gemacht und ja, habe gesagt, gut, gehst halt hin. Ne? Und dann hat die mir Gel drauf gemacht und dann irgendwas drauf gestreut. Mhm. Ich sage, was ist das? Ja, neuestes aus Amerika, super gut und hin und her. War, jetzt wo ich es weiß, reines Acrylpulver. Und ich habe das natürlich nachher gegoogelt, boah, ist das für ein cooles Zeug und hin und her. Ja, na, wie gesagt, mittlerweile weiß ich, dass es Acrylpulver ist, aber warum muss ich die Leute so verarschen? Das ist so, das kann ich nicht verstehen. Also auch daran, wie, überlegt mal, wie offen redet die Nageldesignerin mit euch. Also könnt ihr mit eurem Problem, mit dem ihr zu ihr kommt, darüber reden? Sei es jetzt, ob ihr einfach nur normale Nägel gemacht haben wollt, guckt sie sich die Nägel an, wie geht sie mit der Vormodellage um? Wie geht sie zum Beispiel mit dem Thema Nagelbeißen um? Das ist, da habe ich in den Anfängen auch gedacht, ist ja total easy. Ne? Machst du einfach eine Nagelverlängerung und gut ist. Nee, ist es eben nicht. Ich hatte jetzt letztens noch eine Nagelbeißerkundin da und dann habe ich ihr auch gesagt, pass mal auf, wir müssen das jetzt erstmal langsam angehen. Das heißt, ich werde dir nur ganz, 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 ganz leicht über den Naturnagel, weil der halt sehr, sehr runtergefressen war, eine ja, Nagelplastik in Anführungsstrichen bauen. Die wird aber noch nicht mal kuppenbündig. A, musst du dich erstmal daran gewöhnen, dass du was auf dem Nagel hast. Wir müssen gucken, wie es hält. Und wenn ich die jetzt viel zu lang mache, das macht man einfach nicht so. Und habe sie dann halt so ein bisschen über die Arbeitsweise aufgeklärt, dass auch diese Kontrollen halt engmaschiger sind. Und sie hat dann auch gesagt, boah, super, danke, dass du mich da informiert hast und wir machen das so, weil hätte sie jetzt gesagt, nö, ich möchte aber Tipps draufgeklebt haben und ich möchte die ungefähr jetzt so lang, wie du die hast. Und dann hätte ich gesagt, nee, dann mache ich das aber nicht. Das ist so ein bisschen, wie verantwortungsvoll geht denn die Dame mit dem Kunden um. Versteht mich jetzt nicht falsch, ich bin nicht perfekt und ich mache sicherlich auch genug Fehler, aber es gibt so Sachen, da sollte einfach nichts passieren oder da sollte man einfach wissen, was man tut. Deswegen auch nochmal der Aufruf, macht bitte Schulungen, wo euch sowas beigebracht wird, wenn ihr gerade am Anfang steht. Und, ich juckt gerade die Nase. Ich hoffe, wenn man vor dem Video sitzt, juckt die Nase. Ja, oder aber so Geschichten wie, och, die andere hat mir die Nagelhaut aber nie zurückgeschoben. Okay, warum hat sie das nicht gemacht? Ja, die hat gesagt, dass das dann halt schneller, der Rauswuchs schneller zu sehen ist und dass die Kundin dann ja viel Quatsch, dass eben nicht so viel Rauswuchs ist, so rum, und dass die Kundin dann ja, jetzt bin ich verwirrt, was hat sie erzählt? Nochmal, also die Nagelhaut wird nicht zurückgeschoben, weil wenn sie zurückgeschoben ist, hat die Kundin länger was von ihrer Modellage. Das will sie nicht. Sie will, dass die Kundin früher wiederkommt. Sprich, der Nagel wächst dann halt augenscheinlich schneller raus. So, das ist das eine. Also sie möchte nicht, dass die Kundin da 4-5 Wochen mit rumrennen kann. Und das andere fand ich dann auch geil. Sie verbrauchte dann viel mehr Gel. Mhm. Gut. Habe ich mir angehört, habe gedacht, wie geil ist das denn, weil Nagelhaut entfernen oder zurückschieben hat ja nicht nur was mit der Optik zu tun, auch es hat ja was damit zu tun, ob das Material hält und so weiter und so fort, ne? Weil wenn du diese unsichtbare Nagelhaut drauf lässt, kann es viel schneller zu Liftings kommen. Also was für eine Begründung, ne? So. Und ja, dann sind so Sachen wie, Mensch, hast du viele Farben? Oder, ach, die andere hat nie irgendwie, ist auf meine Wünsche eingegangen und hatte immer nur, weiß ich nicht, immer nur eine Farbe drauf gemacht oder immer nur rot oder sie selber mochte kein Blau, hatte also kein Blau da. Wie gesagt, leben und leben lassen, jeder kann das machen, wie er möchte, aber da merkt man schon, oder aus den Erzählungen habe ich halt gemerkt, dass die Kundinnen sich da wenig wohlgefühlt haben. Klar, ich kann auch nicht alles. Ich habe keine Airbrush-Maschine hier. Was Malereien angeht und so, das übe ich halt, damit ich aber so viel wie möglich dem Kunden halt bieten kann. Und wenn ich was nicht da habe, und es ist der Herzenswunsch des Kunden, dann kann man auch noch sagen, okay, dieses Mal kriege ich es nicht hin, aber ich gucke mal, dass ich das vielleicht besorge und wir das beim nächsten Mal hinkriegen. Das ist so, wie ist die Kommunikation, ne? Das ist halt auch wichtig. Wird man ernst genommen? Werden die Wünsche ernst genommen? Wenn ich sage, ich möchte eine Mandel haben, dann kriege ich bitte kein Square gefeilt. So. Oder wenn ich zu jemandem hingehe und sage, ich möchte eine Ballerina und die hat aber
ziemliche Krallennägel, dann muss ich ihr leider sagen, okay, das ist halt statisch schwierig mit der Ballerina. Wir müssten die eigentlich neu modellieren, damit der Nagel gerade rauskommt und halt ja, das gegeben ist, dass die Statik halt gegeben ist und so weiter und so fort. Also hört hin, ob ihr das Gefühl habt, dass das, was die Nageldesignerin da erzählt, irgendwo auch Hand und Fuß hat. Klar kann ich jetzt sagen, guck, wie viele Zertifikate sie an der Wand hängen hat. Hat sie Zertifikate an der Wand hängen? Ich bin da selber eher so, dass ich denke, so, also ich habe hinter mir zwei hängen von den Schulungen, die ich bei Ralf Bartsch gemacht habe. Ich habe aber wesentlich mehr Schulungen gemacht. Und ich denke mal so, warum muss ich die alle aufhängen? Das ist so, ich persönlich finde das ein bisschen unangenehm. Wohingegen mir dann auch andere gesagt haben, hey, das hast du bezahlt, da warst du da, das hat dich weitergebracht, häng's doch auf, weil dann sieht man das. Und Zertifikate heißen auch nicht immer gleich, dass jemand wirklich was gemacht hat, weil jeder kann sich ein Zertifikat aus dem Internet ausdrucken. Das kommt auch noch dazu. Jetzt kennen sich die Kunden natürlich leider nicht so in der Branche aus und erkennen anhand des Namens, wo die Schulung gemacht worden ist, dass es vielleicht ein guter Trainer ist oder dass es tatsächlich überhaupt ein Trainer ist, wo man das gemacht hat. Ist halt ein bisschen schwierig, dieses Thema mit den Zertifikaten. Aber gut, dann könnt ihr immer noch gucken, Facebook auf der Internetseite, was für Modellagen werden da gepostet oder gezeigt, gefallen euch die, ist das euer Geschmack? Habt ihr das Gefühl, die sehen gut aus? Oder na, sind da schon so Dinge, ich weiß nicht, ne? Also vertraut einfach auf euer ästhetisches Denken. Also wenn da gearbeitet wird und ihr seht, dass euch was nicht gefällt, dann sagt es. So, versucht mit der Nageldesignerin zu reden. Ich wollte die aber spitze haben. Oder ich habe auch den Dreh dazu, das immer zu rund zu machen. Ich habe Kundinnen, die das relativ spitz haben wollen. Die sagen dann auch, Inga, spitzer. So, ne? Also dann, okay, muss ich halt spitzer fallen. Das sind so viele Faktoren. Also ich bin gerne in Nagelstudios gegangen, wo ich das Gefühl hatte, man versteht sich, man hat so eine Wellenlänge. Das Menschliche spielt natürlich auch eine große Rolle. Und es ist aber so, dass ich mit dem, was ich da gerne möchte, auch ernst genommen werde. Also ich war in einem Nagelstudio, die hat mir die Nägel unheimlich dick gemacht. Also ich hatte die, weiß Gott, nicht so lange wie hier, wie jetzt, und die waren viel, viel dicker. Und ich habe halt gesagt, ich mag nicht so eine Klopper auf den Nägeln. Das muss. Und die hat immer mehr drauf geknallt, ne? Und ich kam dann nach Hause und habe nur gedacht, ja, aber ich habe es mir währenddessen noch gesagt, ja, aber das muss, ich meine, ich habe ja nicht so, und überhaupt, also das muss ja nicht so, das waren schon fast Bubble Nails, ne? Sie hat weitergemacht, gut, das war dann für mich halt einfach der Grund zu sagen, okay, da gehe ich nicht mehr hin. Das hat nicht gestimmt, dass wenn ich ihr als Kundin irgendwie sage, ich möchte das bitte nicht so dick, also klar kann ich jetzt nicht so nagelhauchdünn modellieren, also ein bisschen was muss ich mich da schon drauf verlassen. Aber wie gesagt, wenn sie da überhaupt nicht hört, ne? Und man von seinem eigenen ästhetischen Empfinden schon merkt, ey, also irgendwie, ne, ich habe sonst nie so breite Nägel. Also wieso werden jetzt meine Nägel noch breiter? So, das sieht halt einfach nicht schön aus. Das ist auch noch so eine Geschichte, ne? Also es gibt viele Möglichkeiten, sich vorher zu erkundigen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, nicht direkt das Erstbeste zu nehmen, sondern am besten ist es natürlich über Empfehlungen, klar. Na, jemand, du siehst bei einer Freundin Nägel, die dir gefallen haben, sagst, wo warst du denn? Und dann macht man zur Not da einen Termin. Das ist natürlich der Optimalfall. Aber wenn man jetzt irgendwo selber sucht, sollte man sich auch die Zeit nehmen, genau zu gucken. Und nicht immer nur das offensichtlich, da habe ich ja schon mal ein Video drüber gedreht, über diese Preise, das offensichtlich Billigste zu nehmen. Weil dann könnt ihr auch nicht viel erwarten. Also, was soll denn, da könnt ihr euch, ich verlinke euch das hier oben mal, da könnt ihr euch gerne das andere Video zu gucken. Was soll denn an Material, an gutem Material, eingekauft werden für so einen billigen Preis? Dann hat die Nageldesignerin 0, 0, 0, gar nichts mehr von ihrem Geld nach Abzügen aller Geschichten. Deswegen, wenn ihr Qualität erwartet und von der Nageldesignerin erwartet, dass sie sich weiterbildet, dass sie an sich arbeitet, dass sie neue Techniken ausprobiert, dass sie Nailart beherrscht und so weiter und so fort, dann seid auch bereit, das ist jetzt auch nochmal der Aufruf an die Kunden, dann seid auch bereit, dafür den Preis zu zahlen. Das ist das, worum wir nämlich die ganze Zeit kämpfen müssen. Und diese asiatischen Studios sind nur auf den ersten Blick günstig. Ich habe schon viele Kundinnen hier sitzen gehabt, die hatten einen Stempel drauf oder eine Malerei und haben dafür für über 40 Euro bezahlt. Also wo ist das dann bitte günstig? Ne? Das ist so.
lasst euch nicht verarschen. Seid einfach wie in allem, also das habe ich von meiner Mama mitgekriegt. Vielleicht ist das auch so eine Erziehungssache. Glaubt nicht alles das, was man euch vorsetzt oder was man euch erzählt. Wenn ihr ein komisches Bauchgefühl dabei habt, dann hinterfragt das. Und Bio-Gel, was mit, also wie gesagt, Gel ist ein Gel, was man auf den Nagel aufträgt und was in einer UV-Lampe aushärtet. Wenn du mit Pulver und mit Flüssigkeit arbeitest, dann ist das Acryl. So, da gibt es nichts zu diskutieren. Und wenn dir jemand sagt, das ist Biogel und fängt dann an, mit Pulverflüssigkeit zu arbeiten, ja, was daran ist denn bitte Gel gewesen? Der Versiegler, den er dir nachher drüber macht oder was? Also, das sind so Dinge, da merkt ihr ja schon, ne? da gerate ich in Rage. Hat die zum Beispiel die Nageldesignerin, ihr kommt jetzt hin, das habe ich nämlich persönlich erlebt, also ich habe... das ist jetzt aber Urzeiten her, bin ich auch zur Nageldesignerin gegangen, weil ich halt, wie gesagt, Knibblerin bin und wollte Nägel gemacht haben. Und dann hat sie mir auch Nägel gemacht und die haben sich dann ziemlich schnell am Rand abgelöst. So, und dann bin ich halt hin und habe gesagt, das löst sich ab, das sieht halt nicht so schön aus. Dann hat sie das repariert, beim nächsten Mal, ich sage wieder, das löst sich ab, ziemlich schnell nach ein paar Tagen. Ach, das liegt an deinen Nägeln, das liegt definitiv an deiner Nagelform, deine Nägel gehen nach oben, das löst sich ab. Du hast einfach scheiß Nägel. Habe ich geglaubt, ne? Ja, und habe jahrelang keine Nägel machen lassen. Und als ich dann angefangen habe, mir meine Nägel selber zu machen, haben die von Anfang an Bombe gehalten? Nein, haben sie nicht. War das dann auch natürlich so, weil ich nicht die perfekten Techniken kannte und einfach mal ausprobiert habe. Das werden viele von euch kennen. Und auch da hat es nicht auf Anhieb gehalten. Aber je mehr ich gelernt habe und je mehr ich das Modellieren und die wichtigen Dinge, wie entstehen Liftings, warum entstehen die und wie kann ich die vor allen Dingen vermeiden, seitdem ich das halt gemacht habe, halten meine Nägel. Und zwar so, dass ich fast jedes Material draufklatschen kann. Ich kann also keine Sachen mehr wirklich testen. Bei mir hält alles. So, also es lag nicht an meinen Nägeln, sondern es lag an einer Scheißverarbeitung. Es gibt einige wenige Nägel, die quasi das ganze Material abstoßen. Das ist leider so, da kann man da nicht viel machen. Es gibt auch Damen, die mutwillig, aus irgendwelchen Gründen auch immer, die Nagelmodellage dann runterknibbeln. Das sind alles Geschichten. Es kann immer mal ein Nagel abbrechen, es kann immer mal eine Ecke liften, das kann immer alles mal passieren. Aber wenn man der Kundin dann einredet, immer, das liegt aber jetzt mal definitiv an dir, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, was auszutesten. Also ich kann natürlich sagen, okay, ich kaufe mir jetzt nur dieses eine Gel und ich kaufe mir nur dieses eine Haftgel, wenn überhaupt, oder den Primer. Fertig. So. Ich habe aber teilweise Kundinnen, mit denen ich mehrere Sachen immer ausprobiert habe. Das ist auch noch so ein Punkt. Wie viel Mühe gibt sich jemand, irgendwas zum Halten zu kriegen, bis er sagt, pass mal auf. Ich habe wirklich alles probiert. Vielleicht probierst du mal jemand anders aus oder aber es hält einfach leider nicht. So, ja, das ist so. Ich finde einfach, jetzt habe ich unheimlich viel geredet und wahrscheinlich zwischendurch auch echt den Faden verloren. Ich finde es halt einfach, wie gesagt, schade, dass viele Kunden, die wirklich gar keine Ahnung haben, was man ihnen auch anmerkt, die vielleicht zum ersten Mal gehen, nicht wissen, was ist überhaupt möglich, was kann alles passieren, was bin ich schuld, was ist die Nageldesignerin im Notfall halt schuld, wie sollte gearbeitet werden, wie sieht das mit der Hygiene aus, wie gerne möchte ich kommunizieren. Es gibt auch ganz stille Kunden, die wollen gar nicht quatschen, aber ich fand es immer sehr unangenehm, wenn ich in ein Studio gekommen bin. Eins war russisch geführt, die eigentlich auch sehr gut Deutsch sprechen konnten und ich mich da auch eigentlich wohlgefühlt habe. Aber je größer die wurden und umso mehr Russinnen da gearbeitet haben, umso mehr haben die halt untereinander russisch gesprochen. Und ich habe mich als Kunde gefühlt so, dann haben die gelacht. Dann habe ich dann immer gesagt, so, habe ich irgendwas im Gesicht oder... Ja, weil man selber hat was gesagt, dann wurde was auf Russisch gesagt, dann wurde gelacht. Jetzt bin ich ein Mensch, der sehr viel auf sich selbst bezieht. Ist wahrscheinlich auch ein Fehler, aber dann habe ich immer gesagt, die lachen über mich, genauso wie in den Asia-Studios. Bis man da überhaupt erstmal abgeklärt hat, was man haben möchte und dann auch das Glück hat, dass man das überhaupt bekommt, das fand ich als Kunde eigentlich sehr schwierig und auch sehr schade, weil man da einfach so, ne, man ist so eine Nummer und wird da in einer Stunde durchgehauen und da fällt mir auch noch ein Punkt ein, den hätte ich mich fast vergessen.
Wie geht die Kunde, die Nageldesignerin mit dem Naturnagel zum Beispiel um? Arbeitet sie vorsichtig, versucht sie die Nagelhaut nicht zu verletzen? Auch das ist mir schon passiert im Feilen. Oder wenn ich halt, wenn die Kundin sehr viel Nagelhaut hat und sehr viel abgestorbene Nagelhaut und ich die dann weggemacht habe, auch da ist es mir schon mal passiert, dass ich die Kundin geschnitten habe. Ja, das passiert jedem, weil wir sind nur Menschen. Aber generell versuche ich wirklich mega vorsichtig zu sein. A, weil ich selber kein Blut sehen kann. Ich finde das immer ganz furchtbar. Und weil ich natürlich meiner Kundin auch nicht wehtun möchte, die da mir gegenüber sitzt. Wie sieht das jetzt aus, wenn ihr zum Refill kommt, jetzt an euch Kunden, wird die komplette Modellage runtergefräst bis auf den Naturnagel mit so einer schönen Schleifkappe? Brennt das? Wenn ihr dann sagt, aua, wird da drauf reagiert? Weil auch das als zu eurer Info, bei einem Refill muss nicht alles wieder bis auf die Nagelplatte runtergefeilt werden. Ja, Luft muss raus, also muss weggemacht werden. Diese Liftings oder Luft, wo sich Luft unter der Modellage gebildet hat, das muss definitiv weggemacht werden, weil darunter können sich Keime bilden. Aber wenn eine Modellage vernünftig gehalten hat, gibt es keinen Grund, sie komplett bis auf den Naturnagel runterzufräsen, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist das dann, wo die Nägel immer röter werden, dünner werden, was auch wirklich richtig heiß wird und wehtut, das müsst ihr nicht über euch ergehen lassen. Das sind Punkte, also ich hatte jetzt auch wieder eine Kundin da, die dann halt gesagt hat, ja, ich hatte zwar einen super gut gewachsenen Naturnägel, aber der ist schön rausgewachsen, da hätte man eigentlich drauf modellieren können. Nö, die hat alles wieder abgemacht und hat dann komplett wieder runtergefräst, damit sie dann Tipps kleben konnte und hat das aber auch noch als neue Modellage berechnet, wo dann die Kundin zu Recht gesagt hat, pass mal auf, ich hatte nicht an jedem Finger irgendwie das Problem, dass da Tipps geklebt werden mussten, das hast du gemacht, du hast es runtergefeilt. Ne? Also so, das ist auch schon wieder so ein Verarschepunkt. Wenn eine Modellage gut sitzt und keine Lufteinschlüsse hat, also ich mache 80% der Modellage ab meistens, und lasse aber definitiv eine Schicht drauf, weil warum soll ich da dran gehen? Ich würde immer nur diesen Naturnagel, ich finde es schon teilweise furchtbar, wenn ich ein Lifting rausfallen muss und man fällt dann ja auch immer über die gleiche Stelle. Und auch da kann es mal passieren, dass man ein bisschen zu viel auf dem Naturnagel, ja, wie gesagt, keiner ist fehlerfrei, aber mir ist das unangenehm. So, und ich versuche das zu 99,9% zu vermeiden. Also es gibt so viele Sachen, die, es ist leider immer, wie gesagt, es ist kein Ausbildungsberuf, wobei selbst wenn es einer ist, kann es auch noch passieren, dass viel Mumpitz gemacht wird. Aber zu eurer eigenen Gesundheit und zu eurer eigenen Sicherheit achtet einfach auf ein paar Dinge. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also wie gesagt, ich kann es nur nochmal wiederholen, angefangen von der Hygiene, Arbeitsweise, wie kann euch die Nageldesignerin aufklären? Hat sie da Fachwissen, was sie jetzt nicht nur irgendwie mit einem Fachchinesisch rüberbringt, sondern auch dem Kunden vernünftig erklären kann? Geht sie auf Wünsche ein? Hat sie vielleicht auch noch Plan B und C zur Hand, wenn was nicht funktioniert oder seid immer alles nur ihr schuld? Ja, das sind so die Sachen, die mir jetzt spontan eingefallen sind, über die ich mal reden wollte, weil sich das bei mir echt in letzter Zeit gehäuft hat, dass ich mir solche Storys angehört habe und mir taten meine Kunden dann irgendwie immer leid. Und da habe ich gedacht, vielleicht mache ich einfach nochmal ein Video, auch gerichtet an die, die vielleicht in Nagelstudios gehen und einfach mal gucken, worauf solltet ihr achten, aus meiner Sicht. Da gibt es bestimmt noch ganz andere Dinge, deswegen sagt nochmal der Aufruf, lasst uns darüber diskutieren oder ergänzt mich bitte, weil auch dadurch kriegen dann potenzielle Kundinnen von Nagelstudios, egal wo auch immer in Deutschland oder sonst wo auf der Welt, von euch auch noch Hilfe zusätzlich, worauf sie denn dann achten sollten. Ja, so, jetzt habe ich mich genug ausgelassen und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch euch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer, wenn ihr das Video guckt, zu wünschen. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video.